Schön, zu Hause zu sein. Seit wann gehst du surfen? Mach ich gar nicht. Ich habe mich nur im Sand gewälzt und diesen Eimer voll lebender Krabben mit nach Hause gebracht. Wenn alles Überflüssige weg ist, ist der Pfad frei für das Glück. Lois, hier kann man reinpinkeln wie in einen Raumanzug, oder? Peter, du bereitest keine Freude. Was? Tut mir leid, aber ich sehe dich an und empfinde einfach keine Freude. Was willst du damit sagen? Peter, ich glaube, ich kann dich nicht mehr länger hier im Haus haben. Du wirfst mich weg? Ja, es tut mir sehr leid, Peter. Ich denke nur, wenn du mir keine Freude bereitest, und das steht in dem Buch. Du kannst mich nicht aus meinem Haus werfen. Aus dem Haus, das ich bezahle. Das ich zur Hälfte bezahle, mit der Hilfe deiner Eltern. Dass deine Eltern komplett bezahlen, aber ich darf den Scheck für die Hypothek in den Briefkasten werfen. Dass deine Eltern komplett per Dauerauftrag von ihrem Konto bezahlen, während ich einen gefakten Scheck für die Hypothek mit der Aufschrift kein gesetzliches Zahlungsmittel in die Post stecke. Dass deine Eltern komplett per Dauerauftrag von ihrem Konto bezahlen, während ich einen gefakten Scheck mit der Aufschrift kein gesetzliches Zahlungsmittel in Stewie Sesamstraßen Briefkasten stecke. Dass deine Eltern komplett per Dauerauftrag von ihrem Konto bezahlen, während Chris einen gefakten Scheck für die Hypothek mit der Aufschrift kein gesetzliches Zahlungsmittel ins Durch-Sesamstraßen-Briefkasten steckt, während ich die Plastikklappe für ihn aufhalte. Dass deine Eltern komplett per Dauerauftrag... Wir haben es kapiert. Okay. Worum geht's nochmal? Ich möchte, dass du das Haus verlässt. Das Haus, das ich bezahle? Danke, dass du mich hier pennen lässt, Quagmire. Kein Problem, Peter. Lois beruhigt sich bestimmt bald wieder und du kannst zurück nach Haus. Ja, das wird schon werden. Du wirst nicht merken, dass ich hier bin. Ich meine, ich muss mein Training aufrechterhalten. Und ich kann nur einschlafen, solange Dunkirk mit voller Lautstärke läuft. Oh ja, das wird toll. Hallo, Kinder. Braucht ihr diese Mützen? Ich meine... Das ist das Grundelement meines Looks, aber wir können darüber reden. Ich finde sie überflüssig. Ich finde, ihr braucht sie nicht. Lasst mal sehen, wie ihr ohne die aus... Wow! Jetzt war seid von Lego? Tut mir leid, dass du es so erfahren musstest, Mom. Oh, hi, Brian. Du hast da gerümpelt. Ich warf es weg. Ha, ein sauberes Haus führt zu einer sauberen Seele und eine saubere Seele ist glücklich. Das war eine ganze Pizza. Ich habe nicht mal abgebissen. Du wunderst dich wegen einer Pizza? Sie hat einen ganzen Menschen ausgeworfen. Ja, langsam mache ich mir Sorgen um Lois. Selbst ihre Einspielgags werden recht minimalistisch, findet ihr nicht? Donald Trumps Frisur ist ungewöhnlich. Oh mein Gott, Peter Griffin, bekomme ich ein Autogramm? Gern. Meine Freunde werden nicht glauben, dass ich bei Ihnen war. Ich bin ein notorischer Lügner. Okay. Ich liebe Sie. Sie sind mein Held. Ich kann fliegen. Gut, ich möchte mich jetzt bitte dem Nächsten widmen. Toll, jetzt weiß ich gar nicht, was ich glauben soll. Carter, was wollen Sie denn hier? Seit deinem dämlichen Werbespot sind meine Ticketverkäufe im Keller. Dank dir glauben die Leute jetzt alle, meine Mannschaft besteht aus Rassisten. Soll ich ihre Titten signieren? Peter, du hast zum letzten Mal gekniet. Zwei Strikes, zwei Outs, neuntes Inning, Bases besetzt, hier Computerschmidt. Carter, Carter. Ground out im zweiten, Strike out im fünften, bisher nicht sein Tag. Der Ball fliegt auf ihn zu und Strike 3, er wusste es. Oh süß, die kleinen Vögelein. Das wird Disney nicht gefallen. Cleveland? Wo bin ich? Willkommen in Wacohawk. Oh mein Gott! Warum war das nicht in der Cleveland Show? Wir hatten vor, mit dieser Folge die fünfte Staffel zu öffnen. Was ist mit mir geschehen? Wo bin ich? Hast du mal Black Panther gesehen? Nein, nein, Gott, nein! Das ist Wacohawk. Ein geheimer Teil von Quahog, der technisch fortschrittlicher ist als jedes andere Land. Wir wollen dir helfen, nachdem du für deinen Aktivismus angegriffen wurdest. Wirklich? Also bin ich der einzige Weiße, der weiß, dass Wacohawk existiert? Nur du und ein Typ von Lieferando. Hier ist Ihr Frühstück von Taco Bell. Danke. Oh, da ist aber keine Limo drin. Oh, tut mir leid,
Soll ich nochmal wiederkommen? Naja, ich meine, das wäre schön. Okay, aber das ist Wakohok, also wird es mindestens 45 Minuten dauern. Ja, ich meine, ich habe die Limo bestellt, weil ich eine Limo wollte. Ah, okay, Mann. Bis in einer Stunde oder so. Ist gut. Gib ihm ein fettes Trinkgeld. Das Trinkgeld ist bestimmt schon in der Servicegebühr enthalten. Wow. Ist das sowas wie ein geheimes Königreich, das von der Welt abgeschnitten ist? Wir haben hier unten alles, was man braucht. Sogar unseren eigenen Wakohok-Fernsehsender. Oh, die Jeffersons. Ja, aber die schneiden alle Serien wegen der Medienfusionen. Weezy! Toll, guck mal, Smash Mouse tritt nächstes Wochenende hier auf. In Kork? Nein, in diesem Pornoladen. Tja, ihr habt uns erwischt. Lois und ich besorgen uns ein paar Kleinigkeiten für einen ganz besonderen Jahrestag. Und ich weiß nicht, ob die 5% Rabatt es wert waren, den Laden hier auf Facebook zu bewerten. Igitt, Meg, das kannst du nicht liken. Egal, um zu feiern, dachten wir, es wäre schön, wenn wir die drei großartigsten Liebesgeschichten aller Zeiten erzählen würden. Wir beginnen mit der Sage von Helena von Troja, dem Gesicht, das 1000 Schiffe in Bewegung setzte. Was eine poetische Formulierung dafür ist, dass sie eine Schleckrosine war. Was eine vulgäre Jugendformulierung dafür ist, dass sie attraktiv war. Die trojanische Schokolade hat unsere Erdnussbutter verunreinigt. Die griechische Erdnussbutter hat unsere Schokolade verunreinigt. Wir könnten die neue Geschmackskombination ausprobieren oder kämpfen bis zum Tod. Hört auf, der griechisch-trojanische Erdnuss-Schokokrieg dauert schon viel zu lang. Lasst uns einfach geteilter Meinung sein. Ha, was für eine erfreulich deeskalierende Formulierung, die ich heute zum ersten Mal höre. Ja, lasst uns geteilter Meinung sein. Der Krieg zwischen Griechen und Trojanern ist beendet. Ja! Heureka! Nun lasst uns scharfkantige Steine einen Strand nennen. Mann, bin ich froh, dass der Krieg vorbei ist. Jetzt freue ich mich wirklich auf Troja. Ja, ich werde erstmal mit meinen Kindern zusammen Troja-Story gucken. Bis zur anderen Seite des Hügels und noch viel weiter! Alles, was dahinter liegt, kennen wir noch nicht. Mir ist gerade was klar geworden. Das hier könnte ein richtig langes Gedicht werden. Jetzt entschuldigt mich, Helena ist in meiner Kabine und ich dachte, ich versuch's mal mit heterosexuellem Sex. Helena? Was zum Hades? Was denn? Sie ist scharf. Aber nicht so scharf wie Medusa. Oh, ein Blick auf Medusa und ich bin steinhart. Mythologisch korrekt. Als nächstes, auf griechisches Essen muss man weltweit am meisten rülpsen. Doch zunächst tragödische Nachrichten. Eure Königin Helena ist mit Paris zurück nach Troja abgehauen. Das ist ein Skandal. Ich schicke in meine Armee auf den Hals, angeführt von meinen besten Kriegern. Achilles, Kreuzbandriss, kommt hierher. Helena ist mit Paris abgehauen. Wir werden sie zurückholen und wir werden Troja niederbrennen. Hört sich gut an. Ich muss nur vorher meine Stunde bei Sokrates absagen. Ist das nicht dieser Denker, den Sie von einem philosophischen Schulbezirk zum anderen schieben? Nein, nein, das ist der mit der Methode, dass man nur Fragen stellen soll. Welche Fragen? Hast du schon mal Wein probiert? Kannst du ein Geheimnis behalten? Du weißt, dass das deine Schuld ist, oder? Ja, er sorgt dafür, dass du dir viele Fragen stellst. Hast du ihn gefunden, Quagmire? Ist das Briggs? Nein, der Typ ist sauber. Na, dann lass ihn weiterfahren. Was soll das? Sombreros, Maracas, Puderbär-Keramikpuppen. Greift zu, Leute. Sowas findet ihr nämlich nicht in Mexiko. Komm schon, was soll die Scheiße, verflucht? Briggs! Oh Mist, er entwischt uns! Diesmal kommst du nicht davon, du dreckiges Schwein. Bitte töte mich nicht. Ich bin nicht verheiratet. Mein Leben ist super. Ich habe 15 Jahre auf diesen Moment gewartet. Hast du auch nur die geringste Ahnung, wie es ist, wenn man sich jeden Morgen in einen Rollstuhl hieven muss? Wenn die eigene Frau einen als halben Mann betrachtet. Wenn man besondere Parkplätze hat. Wenn man im Flugzeug in der ersten Klasse neben den Reichen sitzen darf. Gut, es ist nicht alles schlecht.
Aber ich bringe dich nicht um. Ich bin kein Monster, so wie du. Was machst du dann? Verhaftest du mich? Nein, ich verhafte keine Krüppel. Übrigens, du bist verhaftet. Ich habe das nur gesagt, weil ich dachte, es wäre cool. Oh mein Gott, das war genial. Ich habe alles beobachtet. Du gerade so und Briggs dann so und dann du voll so und dann Briggs Beine so. Scheiße, er ist tot. Verblutet. Ich habe wohl die Oberschenkelarterie getroffen. Einfach rüber damit nach Mexiko. Leute, ich kann mich nicht oft genug bei euch bedanken. Ihr habt euer Leben für mich riskiert. Ohne euch hätte ich's nicht geschafft. Hey, dafür hat man doch Kumpels. Ja, und vielen Dank, dass ich ein paar Mal auf Briggs Leiche schießen durfte. So mächtig habe ich mich seit mehreren Jahren nicht mehr gefühlt. Dank euch ist dieses Kapitel meines Lebens nun abgeschlossen. Ich fühle mich wie ein neuer Mensch. Wie neugeboren. Joe, aus deinen beiden Hosenbeinen kommt Blut raus. Ja, mir ist im Fluss ein Ei geplatzt. Ich möchte eine Maschine waschen. Hast du noch irgendwas? Verdammt, Peter! Spielt ihr wieder Rasendarts auf dem Dachboden? Nein. Ja, Rasendarts! Peter gewinnt beim Rasendarts! Sie ist doof, sie hat keine Ahnung. Na schön, Peter, es reicht. Es wird Zeit, dass ihr aus... Was zum Teufel? Oh, wir haben Joe in Stewies alten Babyhopser gesteckt. Ihr habt gesagt, das ist eine Fallschirmjägerausrüstung. Schnauze, Baby, Mann. Es reicht. Das ist unser Haus und kein Spielplatz für dich und deine Freunde. Ihr verlasst auf der Stelle diesen Dachboden. Nein, wir gehen hier nicht raus. Wir haben viel zu viel Spaß. Quagmire hat gerade Eric McCormack imitiert. Sowas kann es gar nicht geben. Das habe ich auch gesagt, aber er hat angefangen und ich dachte, oh ja, ja, okay, so kann man es machen. Schön. Euch gefällt der Dachboden? Dann viel Spaß auf dem Dachboden. Hast du uns gerade hier eingesperrt? Sieht ganz so aus. Leute, dreht nicht um, ich hab nichts gesehen. Wie war die Nacht? Haben wir dich von deinen Albträumen geheilt? Kein bisschen, sie waren schlimmer denn je. Und deswegen hab ich das gebaut. Was zur Hölle ist das? Ein digitales Trauminterface. Also hör zu, wenn du damit verbunden bist, erhältst du Zugang zu meinem schlafenden Geist. Und dort kannst du diesen furchtbaren Träumen ein Ende machen. Ich mache was? Was will er? Was hat er gesagt? Ich glaube, er sagt Tüdelü und Schubidu. Wir verstehen es nur nicht, weil er so komisch redet. Oh nein, er sucht nur wen, der nach Haus fährt. Stewie, das ist nicht dein Ernst. Und ob das mein Ernst ist? Wir werden uns diese Hirnstromrezeptorkappen auf den Kopf setzen, dann beginne ich zu schlummern und... Ich kann mit dem Ding wirklich deine Träume betreten? Korrekt, Brian. Ich will, dass du in mich kommst, während ich schlafe. Formulier das bitte anders. Und wenn du in meinen Träumen bist, ist es deine Aufgabe, die Albträume zu beenden, indem du das Monster findest und umbringst. Das ist keine Aufgabe für Feiglinge. Wenn du da eindringst, dann musst du hart sein. Also, das war jetzt Absicht. So, jetzt legen wir los. Das ist deine Rezeptorkappe. Das ist der REM-Schlafphasenmonitor. Was ist das hier? Eine Fahrradklingel. Die ist nur zum Spaß da. Die habe ich von der Kreuzung, wo neulich diese Kinder platt gefahren wurden. Gut, wir fangen jetzt an. Hallo? Stewie? Ah, Sie müssen Brian sein. Ich bin Glenn. Ja, ich weiß, Sie waren sehr gemein in 101 Dalmatiner. Dankeschön. Möchten Sie jetzt Bristol Stomp hören? Woher kennt er das überhaupt? Er hat es mal... Um Himmels Willen, was machst du da? Ganz ruhig, die füllen Snapple-Saft jetzt in Whiskyflaschen. Das kommt besser bei den Kindern an. Du wirst es nicht glauben, aber es gab eine Zeit, da Snapple dieses Land regiert hat. Das ist ja abstoßend. Aber wahr, selbst Jerry Seinfeld hat's getrunken und er war der Präsident der 90er. Also warum bist du so frustriert? Dad will von mir, dass ich mit Absicht das Meisterschaftsspiel verliere. Was will er? Peter, komm sofort hierher! Wow, da ist jemand geil bei Tageslicht.
Oh, hey, Chris. Hast du Chris gesagt, er soll die Bezirksmeisterschaft verlieren? Ich hol mir nur schnell einen Müllbeutel. So bin ich passend gekleidet. Ja, ich hab ihm gesagt, er soll das Spiel verlieren. Aber das ist okay, weil wir drauf wetten. Was? Du wettest auf das Baseballteam von Chris? Technisch gesehen gegen das Baseballteam von Chris. Bist du verrückt? Sehe ich denn verrückt aus? Was glaubst du, bezahlt das Essen auf unserem Tisch und die Müllbeutel an unseren Körpern? Chris, dein Vater ist ein Vollarsch. Wenn du auf dem Spielfeld stehst, gibst du dein Bestes und versuchst zu gewinnen. Hast du verstanden? Ja, danke, Mom. Aber Lois, wenn Chris das Spiel gewinnt, verliere ich einen Haufen Geld und muss einen Typen küssen. Ich nehme verschiedene Wetten an. Hey Frank, wir müssen reden. Du musst damit aufhören, unser ganzes Essen herzuschenken. Ja, sonst machen wir mit dem Laden nie Gewinn. Wir brauchen keine Sorge wegen Geld zu haben. Ich mache vielleicht ein Duett mit dieser Lady Guga. Und mir wird schlecht. Jedenfalls wird das Restaurant gegen die Wand fahren, wenn du weiter Essen verschenkst. Ist ja gut, ist ja gut. Versuchen wir meinen Weg. Du tust es sozusagen my way. Dankeschön. Was war das? Oh, ich bekomme $40 für jedes Mal, wenn jemand my way sagt. Nancy kriegt 60. Was heißt, Chris wird nicht verlieren? Wir haben einen Haufen Wetten angenommen. Es tut mir leid, Jungs, aber meine mega scharfe Ehefrau hat die Sache verboten. Ein merkwürdiger Zeitpunkt, um mit deiner Frau anzugeben. Aber ich bin den ganzen Tag schon so geil. Oh Mann, das muss ich nicht wissen. Reiß dich zusammen, wir stehen davor, eine Menge Geld zu verlieren. Ich weiß. Sobald Chris mit seinem fantastischen Wurfarm ausholt, sind wir ruiniert. Warte, du willst damit sagen, Chris ist nicht das Problem, sondern sein Arm? Ich denke ja. Okay, wir haben verstanden, Peter. Klar und deutlich. Ja, wir lösen dieses Problem. Ihr jagt mir irgendwie Angst ein. Ich werde jetzt gehen, während ich unauffällig die scharfe Braut an der Tür abchecke. Ihr habt das auch gehört, oder? Peter hat uns gebeten, Chris den Arm zu brechen. Nun, er hat es suggeriert. Ich weiß nicht, was das heißt, aber lasst uns einen Teenager für Biergeld vermöbeln. Oh, ich darf beißen.